Man möchte meinen, die ganze Welt hat Descartes gelesen, Il Zanovelli. Sein Credo war Lavatus pro Deo, maskiert gehe ich meinen Weg. Heute geht die ganze Welt maskiert ihren Weg. Bei Descartes war das eine philosophische Vorsichtsmaßnahme, bei uns geht es ums blanke Überleben. Was sagen Sie dazu? Il Zanovelli ist Doktorandin der Philosophie in Paris. Ja, man sieht die Bewegung. Sie gehen ihren Weg. Die Bewegung der Masse, die maskiert auf uns zugeht. Obwohl, da sind auch ein paar Gesichter ohne Maske. Aber ja, Descartes ging es um etwas ganz anderes. Nämlich darum, sein Denken, seine Ideen abzuschotten, während die Maske hier dem medizinischen Schutz dient. Genau wie Spinoza, der Vorsicht zu seinem Leitbegriff machte, meint Descartes mit maskiert seinen Weg gehen, seine Ideen zu schützen. Denn im 17. Jahrhundert musste man sehr genau aufpassen, was man sagte. Heute tragen wir die Maske, um unser Leben und das unserer Mitmenschen zu schützen. Ich rette mein Leben und Ihres. Was sagen Sie zu folgender Argumentation? Sie haben jüngst in Pose Philo einen Artikel zum Thema Maske veröffentlicht. Aus philosophischer Perspektive ist dazu noch nicht viel geschrieben worden, zumal wir gerade mittendrin stecken in der Pandemie und nur wenige wollen sich mit so schwierigen aktuellen Fragen befassen. Was entgegnen Sie also denen, die sagen, die Maske ist eine nicht hinnehmbare Einschränkung meiner Freiheit? Es gibt in der Tat einen extremen Gegensatz zwischen unserer individuellen Freiheit und der Notwendigkeit, das Leben unserer Mitmenschen zu schützen. Für manche Menschen ist das ein Angriff auf die Freiheit, der ihnen zu weit geht. Andererseits, ohne die Masken könnten sie ihre Freiheit vielleicht auch nicht ausleben. Denn, wie Sie gerade sagten, wenn ich keine Maske trage, setze ich ihr Leben bzw. zumindest ihre Gesundheit aufs Spiel. Sie könnten sich mit dem Virus anstecken. Ja, ich gehe lieber auf Abstand. Nicht etwa, weil Sie seltsam duften. Ja, und gleichzeitig, wenn Sie keine Maske tragen, fühle ich mich gefährdet. Trotzdem gibt es Menschen, vor allem in den USA, die sagen, ich mache aber, was ich will. Und sie beharren darauf, zu tun, was sie wollen. Und das steht im Widerspruch zur Notwendigkeit, die öffentliche Gesundheit schützen zu müssen. Ich mache, was ich will. Der Staat will mir meine Freiheit nehmen. Das ist eine ziemlich armselige Definition von Freiheit. Denn eine Welt, in der jeder macht, was er will, ist eine Welt, in der niemand macht, was er will. Ja, es ist eine Welt ohne Freiheit. Wenn man das Freiheitskonzept so überreizt, gibt es nur noch Füchse im Hühnerstall. Ja, wenn man die Idee der Freiheit so überlastet, hebelt sie sich quasi selbst aus. Es ist wie beim Konzept des Naturzustands. Jeder macht, was er will. Keine Regeln, keine Gesetze. Deshalb ist auch jeder ständig in Lebensgefahr. Ja, aber gleichzeitig, wenn ich das so sagen darf, hier haben wir Fotos, auf denen Polizisten zu sehen sind. Wir haben sie ausgewählt, weil sie zeigen, dass es Masken nicht erst seit gestern gibt. Dieses Bild wurde in Seattle aufgenommen während der spanischen Grippe 1918. Jedenfalls, alle diese Menschen stimmen dem Grundgedanken zu, dass meine Freiheit durch die Freiheit des anderen begrenzt wird. Und sie alle würden wohl der Aussage zustimmen, dass ihre Freiheit dort an Grenzen stößt, wo die der anderen anfängt. Wenn es aber darum geht, diesen Gedanken ganz konkret umzusetzen, indem man eine Maske trägt, ist es mit der Zustimmung schnell vorbei. Wie erklären Sie sich das? Vielleicht ist die Maske ein zu großer Einschnitt in die individuelle Freiheit. Wenn wir maskiert sind, ist das Gesicht nicht mehr erkennbar. Und das ist, ohne das Gesicht läuft normalerweise gar nichts. Kommen Sie. Wir sind es gewohnt, über die Mimik zu kommunizieren. Wir nehmen Reaktionen im Gesicht des anderen wahr. Das alles fällt weg. Das Gesicht ist fast nicht mehr zu sehen, aber nur fast. Also achten wir jetzt mehr auf Dinge, auf die wir vorher nicht so geachtet haben. Il faut pas surestimer le rôle du visage et du bas du visage dans la communication de ces informations. Olivier Klein ist Professor für Sozialpsychologie an der Université Libre in Brüssel. Le reste du corps est extrêmement informatif également. Donc non seulement le haut du visage, les sourcils, le plissement des yeux, etc., mais les mouvements de la tête, les mouvements du reste du corps vont aussi nous communiquer plein d'informations. Et je pense que globalement, le déficit n'est pas trop,
ne sera pas aussi catastrophique que ce qu'on a pu croire au début du confinement ou au début du moment où on a commencé à mettre un masque, parce qu'il y a toute une série d'autres parties de notre corps qui peuvent finalement éviter l'ambiguïté. Et élément supplémentaire, les gens qui portent un masque sont conscients de ça et donc vont généralement compenser en utilisant d'autres parties de leur corps que celles qui sont dissimulées pour communiquer l'information. Et c'est un exemple, c'est quelque chose... En fait, on est très doué pour adapter notre communication à notre canal de communication. Là, moi, je suis en train de vous parler à distance sur Zoom. Je sais très bien qu'en bougeant le bas de mon corps ou mes jambes, ça va ajouter strictement rien à ce que je vais vous communiquer. Alors que peut-être que si on était l'un face à l'autre, je communiquerais, en tout cas non verbalement, très différemment. Wir zeigen, was wir verbergen. Das heißt, wir zeigen, dass wir die Hälfte des Gesichts verdecken. Vor allem aber lenken wir die Aufmerksamkeit auf Partien des Körpers, denen wir sonst weniger Beachtung schenken. Wenn man sich mit jemandem unterhält, achtet man sonst eher spontan auf den Mund und weniger auf die Augen. Jetzt haben wir keine Wahl mehr. Wir sind gezwungen, uns anders zu orientieren. Gibt es eine Art Heuristik der Maske? Können wir das, was uns bedeckt, in etwas verwandeln, was uns aufdeckt und unsere Aufmerksamkeit so auf Dinge lenken, die wir vorher nicht beachtet haben? Natürlich kompensieren wir die fehlenden Gesichtspartien. Wenn wir die üblichen Signale im Gesicht nicht sehen können, müssen wir das irgendwie ausgleichen. Die Maske selbst deutet ja schon darauf hin, dass es eine Gefahr gibt. Man fasst den anderen lieber nicht an, küsst sich nicht und dergleichen mehr. Außerdem reden wir automatisch lauter, weil wir fürchten, unser Gesprächspartner könnte uns nicht gut hören und verstehen. Und wir artikulieren uns auch deutlich. Als Zeichen der Aufmerksamkeit. Schließlich wollen wir verstanden werden. Wir gestikulieren stärker. Wir sprechen mit den Händen fast wie Theaterschauspieler. Aber am Ende, glaube ich, dürfen wir diese Ersatzgesten auch nicht überbewerten. Kommen Sie, wir haben etwas Lustiges vorbereitet. Ganz offensichtlich verdeckt die Maske unser Gesicht. Wie wäre es also mit einer Maske, die das Gesicht zeigt, dass sie verdeckt? Ja. Versuchen wir es. Schauen Sie, hopp. Ich halte Abstand. Ach ja. So, das ist gruselig. Sie sehen ja furchtbar aus. Kommen Sie, wir bleiben dabei. Ich finde das urkomisch. Kommen wir zu diesen Gesichtern ohne Gesicht. Sie sind ganz Gesicht, aber sie haben keines mehr. Die Liebenden von René Magritte, ein großartiges Gemälde. Was sagen Sie dazu? Vielleicht sind ja gar keine Gesichter drunter. Jedenfalls illustriert es die Idee, dass man nicht das Gesicht des anderen sehen muss, um sich zu lieben. Dass Liebe vielleicht auch etwas Verkopftes hat und nicht nur etwas rein Körperliches ist. Es erinnert mich an die sozialen Netzwerke. Man lernt jemanden im Internet kennen und trifft sich nicht gleich, sondern erst nach einer Weile. Dabei gibt es einen entscheidenden Moment. Wenn man das Gesicht des anderen zum ersten Mal sieht, macht sich mitunter Enttäuschung breit. Ja. Vielleicht ist das Intellektuelle, das Kopflastige, doch nicht so wichtig für die Liebe. Es gibt kein Gesicht, aber eine Bewegung. Ja. Die Bewegung des Kusses. Ja. Man spürt sie förmlich. Man sieht, wie sie die Köpfe schieflegen, damit die Nasen nicht zusammenstoßen. Man spürt die Geste. Es gibt also Hinweise darauf, dass sich darunter ein Gesicht befindet. In Anlehnung an Emmanuel Levinas könnte man vielleicht sagen, die Erscheinung des Gesichts des anderen erlegt mir eine Art von Verpflichtung auf. Seine phänomenale Andersartigkeit springt mir quasi ins Gesicht und zwingt mich, mich als sein Beschützer, mich als Hüter dieses Andersseins zu fühlen. Gilt das hier auch? Im Sinne Levinas kann man auch sagen, das, was ich im Gesicht des anderen finde, ist meine eigene Verletzlichkeit. Vielleicht auch das. Man küsst sich selbst, wenn man den anderen nicht sieht. Aber Sie sagen, in Ihrem Artikel über die Maske sprechen Sie von Aufmerksamkeit versus Wachsamkeit. Sie schreiben, ich sage es ganz kurz in meinen Worten, wir sollten unseren Mitmenschen gegenüber aufmerksam sein. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Aufmerksamkeit wünschenswert ist. Zugleich neigen wir jedoch zu Wachsamkeit, das heißt zu Misstrauen und Argwohn. Wie können wir die notwendige erhöhte Wachsamkeit in etwas Positives verwandeln? In eine Feier des Andersseins? In einen Gewinn an Nähe?
Das ist in der Tat nicht so einfach. Denn zunächst einmal bringt uns die Maske dazu, den anderen zu meiden. Wir sorgen für den anderen, indem wir auf Abstand gehen. Normalerweise ist Fürsorge eine Sache der Nähe. Aber nun müssen wir auf Distanz gehen, um unsere Mitmenschen zu schützen. Aufmerksamkeit ist Fürsorge in Reinform. Ich höre ihnen zu und bin nicht wachsam oder argwöhnisch, sondern aufmerksam. Im Straßenverkehr ist es dagegen nicht Aufmerksamkeit, die ich den Autos entgegenbringe, wenn ich eine Straße überquere. Ich muss nicht wissen, ob das Auto genug Benzin hat, sondern Wachsamkeit. Ich beäuge wachsam seine Geschwindigkeit, um sicherzugehen, dass keine Gefahr von ihm ausgeht. Für die Maske gilt gewissermaßen beides zugleich. Einerseits lädt sie uns zu mehr Aufmerksamkeit ein. Sie signalisiert, dass wir aufeinander achten. Wir zeigen, dass wir aufmerksam sind, weil wir den anderen nicht anstecken wollen. Gleichzeitig steigert sie unsere Wachsamkeit, weil sie für die drohende Gefahr steht. Das ist das Paradoxe an der Pandemie. Sie zwingt uns, egoistisch zu sein, um solidarisch zu sein. Ganz genau. Wir müssen aufpassen, wir müssen uns zurückziehen, um die anderen. Fürsorge heißt heute, an sich selbst zu denken. Und dabei an den anderen zu denken. Man zieht sich in sich selbst zurück, für den anderen. Das ist das Paradoxe. In Ihrem Artikel weisen Sie auf ein weiteres Paradox hin. Einerseits ist die Maske ein Symbol für Schutz, aber Ihre Phänomenologie ist zweischneidig. Andererseits ist das Erscheinen, die Anwesenheit der Maske ein Zeichen der drohenden Gefahr. Ja, richtig. Sie schützt uns vor der Gefahr, die sie bezeugt. Genau. Auch hier zeigt sich, die Maske ist ein durch und durch ambivalentes Objekt. Ja, deshalb darf man zu Recht fragen, können wir uns wirklich an die Maske gewöhnen? An Ihre Maske kann ich mich jedenfalls nicht gewöhnen. Und ich habe das Gefühl, sie gleich zu verschlucken. Schrecklich, wir tauschen wieder, das ist zu dumm. Verzeihung, was wollten Sie sagen? Sich an die Maske zu gewöhnen, hieße... Ich sagte tauschen. Wir tauschen die Maske gegen unser Gesicht. Das auch eine Maske ist. Sich an die Maske gewöhnen, hieße, sich an die Wachsamkeit gewöhnen. An dieses Misstrauen dem anderen gegenüber. Genau da liegt die Ambivalenz der Maske. Wenn ich jemanden mit einer Maske sehe, heißt das, es liegt Gefahr vor. Es gibt eine Bedrohung. Das Aufzeigen der Gefahr ist zugleich eine Schutzmaßnahme. Richtig. Wie kamen Sie eigentlich darauf, sich mit diesem Thema zu befassen? Vor allem so zeitnah. Durch den ersten Lockdown. Ah ja. Beim ersten Lockdown habe ich mich total nutzlos gefühlt, denn ich bin ja keine Pflegekraft, sondern nur eine Philosophin, die Bücher liest. Ich habe mich gefragt, was kann ich tun? Und beim Thema Maske fiel es mir schwer, mir eine Meinung zu bilden. Das ist bis heute so. Denn diese Ambivalenz, die der Maske quasi inhärent ist. Sie sprechen von Biopolitik. Das ist ein Begriff von Michel Foucault. Ein Begriff, der einem Angst machen kann, wenn man ihn kaum kennt oder noch gar nicht davon gehört hat. Was Foucault eigentlich meint, ist, dass die Biologie schon sehr lange ein Prinzip der Politik ist. Sie sprechen ebenfalls von Biopolitik und wir denken sofort an die Einschränkungen unserer Freiheiten zugunsten der Gesundheit. Nach dem Motto, man nimmt euch die Freiheit und gibt euch das Leben. Wie eine Art alter Pakt, bei dem der Leviathan, der allmächtige Staat, unsere Freiheit verlangt, damit wir im Gegenzug am Leben bleiben dürfen. So aber meinen Sie den Begriff Biopolitik nicht. Nein, vor allem denke ich, ohne Biopolitik, wenn der Staat sich aus Gesundheitsfragen zurückziehen würde, was würden wir dann tun? Ohne Krankenhäuser und staatliche Einrichtungen, in denen man sich um unsere Gesundheit kümmert, das kann nicht in unserem Interesse sein. Ohne Biopolitik, das heißt ohne einen Staat, der die Verantwortung übernimmt, sich um die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu kümmern, indem er Entscheidungen trifft, auch wenn er dafür unsere individuellen Freiheiten mitunter einschränken muss, ohne den ginge es uns bestimmt nicht so gut. Was halten Sie von den Menschen, die glauben, ihre Freiheit verteidigen zu müssen? Wir haben ja eben über das Paradox gesprochen, dass wir nicht freier wären, wenn wir in der Pandemie täten, was wir wollen. In Wahrheit wären wir viel weniger frei, denn ohne Regeln hat die Freiheit keine Grundlage. Was denken Sie also über all jene, die ihre Freiheit bedroht sehen und nicht mit Verschwörungstheorien geizen? Die glauben, der Staat nutze die Pandemie,
oder habe sie gar erfunden, um uns zu Schafen zu machen, die ihre Gesichter bedecken und zu einer willenlosen Masse verschmelzen. Dabei verwenden sie ein ganzes Arsenal völlig abstruser Begriffe wie Entmenschlichung, Konzentrationslager und dergleichen mehr. Manche schrecken nicht einmal davor zurück, die Maske mit dem Judenstern zu vergleichen. Ja. Was entgegnet man denen? Denn die, die sowas sagen, glauben ja, sie würden ihre Freiheit verteidigen. Ja, natürlich. Ich würde sagen, das Ganze ist symptomatisch für die Zeit, in der wir leben. Es gibt keine Gewissheiten mehr. Wir zweifeln ständig an allem. Und das gilt auch für die Regierung, denn so eine Situation hat es ja noch nie gegeben. Anfangs hieß es, wir brauchen keine Masken. Es gab ja auch keine. Und jetzt heißt es, Masken sind unbedingt notwendig. Den Menschen fehlt da die klare Linie, die Verlässlichkeit. Das erklärt vielleicht, wie und warum solche Theorien entstehen. Die Dinge anzuzweifeln, verleiht jenen, die das tun, ein wenig Macht. Sie vertreten Meinungen, die von jener der Regierung abweichen, die sich, was völlig normal ist, selbst unsicher ist. Wie sollte es auch anders sein? Und das gibt ihnen ein Gefühl der Sicherheit, paradoxerweise. Und vor allem, wer behauptet, dass wir belogen, betrogen und manipuliert werden, sagt etwas, das sich nicht beweisen und somit auch nicht widerlegen lässt. Außerdem lebt er in dem Gefühl, dass er Recht hat. Und alle, die das Gegenteil behaupten, ihm nur Böses wollen. Guten Tag, Sophie Cluzel. Sophie Cluzel ist Staatssekretärin für Menschen mit Behinderung. Mit Ihrer Erlaubnis nehme ich die Maske ab. Ich auch. Also gut, dann darf auch ich. Wir halten ja Abstand. Wir halten Abstand. Möchten Sie etwas zu dieser Spezialmaske sagen? Wenn wir die Hälfte unseres Gesichts bedecken, gibt es viele Menschen, für die die Kommunikation noch schwieriger wird als für andere. Wie immer ist das Handicap. Verzeihung, ich hole nur schnell einen Stuhl für den gebotenen Abstand. Wie immer kommt das Handicap am Ende allen zugute. Ja. Diese Maske wurde erfunden, damit gehörlose Menschen weiterhin Lippen lesen können. Es ist ein Hilfsmittel, das schützen soll, aber es erleichtert auch die Kommunikation. Das Bildungsministerium hat 350.000 Masken für Lehrkräfte bestellt, die gehörlose Schüler unterrichten. Aber auch in Kindergärten kommen sie zum Einsatz, damit die Kleinsten wieder den Mund, das Lächeln der Erzieherinnen und Erzieher sehen können. Wir haben 500.000 Stück für Kinderkrippen bestellt. Damit sollen Entwicklungsrückstände verhindert werden. In diesem Alter lernen die Kinder sprechen. Nicht zuletzt über Mimik und Nachahmung. Wenn sie den Mund nicht sehen. Richtig. Es ist ein wichtiges Hilfsmittel für den Spracherwerb und die soziale Interaktion. Auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Autismus, die den Gesichtsausdruck sehen müssen, ist es sehr hilfreich. Natürlich haben wir auch die Augen, um uns auszudrücken, zum Glück. Aber für manche, ein Mensch mit Autismus, der Freude nicht erkennen kann, hat gelernt, dass die Menschen Freude ausdrücken, indem sie lächeln. Wenn er das Lächeln nicht mehr sieht, kann er nicht mehr erkennen, ob sich jemand freut oder traurig ist. Wir haben, wie gesagt, für Kinderkrippen 500.000 Stück bestellt. Für die Kleinsten, für Logopäden. Für die Kleinsten? Natürlich. Es ist beunruhigend für ein Baby, das Lächeln seiner Erzieherin nicht zu sehen. Und natürlich ist es auch für ältere Menschen wunderbar geeignet, um ihnen ein Lächeln zu schenken, etwas Wohlwollen und Empathie. Ich denke, diese Maske hat Zukunft. Als Hilfsmittel, um uns zu schützen, denn natürlich werden wir auch künftig aufpassen müssen. Die transparente Maske. Aber auch für die Kommunikation. Hier habe ich eine Maske mit Ihrem Lächeln. Verzeihen Sie, bitte, ich schenke sie Ihnen. Bitte schön. Das ist das Gegenteil einer transparenten Maske. Das Gesicht ist aufgedruckt. Und das ist verstörend, sehr verstörend. Das haben wir eben schon feststellen müssen. Es sieht furchtbar aus, dieses eingefrorene Gesicht. Jedenfalls, das Spannende ist, die Behinderung wird nicht als Problem wahrgenommen, sondern sie ist eine Triebfeder für Innovation. Das gibt es übrigens häufig. Viele Dinge wurden ursprünglich für Behinderte entwickelt. Die Fernbedienung für Menschen mit motorischen Einschränkungen. Und heute will niemand auf sie verzichten. Ich setze große Hoffnungen auf diese transparenten Masken. Denn ich denke, mindestens 2021 wird uns das Ganze sicherlich noch begleiten. Deshalb sollten wir vermehrt auf solche Masken setzen. Denn es geht um einen extrem wichtigen Aspekt sozialer Interaktion, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben.
Allen Problemen, über die wir vorhin gesprochen haben, ist gemein, dass sie die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung nicht wirklich betreffen. Menschen, die nicht kommunizieren können, ohne den Mund des anderen zu sehen, werden, wenn überhaupt, nur sehr unzureichend berücksichtigt. Ja, und wenn wir an Olivier Klein denken, der per Videoübertragung gesagt hat, man solle die Bedeutung des Gesichts nicht überbewerten, dann ist das hier das Gegenbeispiel. Wenn Menschen mit Behinderung heute das Gesicht ihres Gegenübers nicht sehen können und damit noch deutlicher eingeschränkt werden als ohnehin, dann kann man dem Thema gar nicht genug Bedeutung beimessen. Man kann das Thema gar nicht überbewerten. Die Mimik ist extrem wichtig und die Maske verdeckt einen großen Teil des Gesichts. Und wie gesagt, wenn wir uns um Menschen mit besonderen Bedürfnissen kümmern, dann profitieren wir am Ende alle davon. Deshalb sollten wir uns sagen, dass das, was wir tun, dass das kein Zugeständnis an diejenigen ist, die es am dringendsten brauchen, sondern für uns alle. Wenn wir Barrierefreiheit nicht zur Ausnahme, sondern zur Regel machen, bei allen pädagogischen Konzepten, bei allen städtebaulichen Maßnahmen, in der Architektur, in der Kommunikation, dann kommen wir viel schneller zum Ziel, anstatt den Entwicklungen immer nur hinterherzuhecheln. Wir brauchen eine ganz neue Herangehensweise. In einer inklusiven Welt zusammenzuleben bedeutet, sich die Expertise der Menschen mit den größten Beeinträchtigungen zunutze zu machen, um schneller voranzukommen. Das ist ein interessanter Ansatz. Die Menschen, die sonst eher am Rand stehen, als Ausgangspunkt zu nehmen. Richtig. So lassen sich Ungerechtigkeiten überwinden. Interessant ist auch, dass Sie von Expertise sprechen. Genau das macht eine inklusive Gesellschaft aus, dass sich die Umwelt an die Menschen anpasst, die den größten Anpassungsbedarf haben. Dafür setze ich mich ein, für die Idee universeller Barrierefreiheit. Und wenn ich von Barrierefreiheit spreche, dann meine ich den freien Zugang zu allem, zu Fertigkeiten und Fähigkeiten, zum Wissen, zu pädagogischen Einrichtungen und so weiter. Der französische Anthropologe Charles Gardou erinnert in diesem Zusammenhang an die Rampen in Integrationsschulen, die am Ende für alle da sind. Wenn wir von Anfang an weiterdenken, finden wir schneller universelle Lösungen für alle. So fördern wir die Gesellschaft der Fürsorge, eine aufmerksame, nicht aber wachsame Gesellschaft. Ich würde nicht von Fürsorge sprechen. Menschen mit Handicap sollten nicht Objekte der Betreuung, sondern Subjekte des Rechts sein. Ich meine das im Sinne von Aufmerksamkeit. Ich würde eher von Care sprechen, nicht von Fürsorge. Also im Sinne von sich kümmern. Es gibt keine gute Übersetzung dafür. Ich versuche es trotzdem. Care bedeutet pflegen oder versorgen. Aber der Begriff umfasst eigentlich viel mehr. Der Aspekt, da zu sein, sich zu kümmern, geht ein wenig verloren. Ja, dass man aufeinander aufpasst. Ich komme trotzdem noch einmal auf die Frage nach der Expertise zurück. Heißt das, es gibt keine bessere Expertise als die persönliche Erfahrung, die einer Behinderung zum Beispiel? Aber ja, natürlich. Deshalb mache ich Politik mit Menschen für Menschen. In meiner Behörde habe ich die Expertise der Menschen zur Grundlage unserer Arbeit gemacht. Man kommt schneller voran, wenn man die Menschen einbindet, anstatt über ihre Köpfe hinweg Politik zu machen. Nichts über uns ohne uns, so lautet das Motto meiner Politik. Aber ganz streng genommen dürften dann ja nur noch die Betroffenen mitreden. Wer nicht homosexuell ist, kann nichts über Homophobie sagen. Wer nicht schwarz ist, kann nichts über Rassismus sagen. Wer nicht behindert ist, kann nicht über Behinderung sprechen. Es geht nicht darum, das Sprechen darüber zu verhindern, sondern zu verstehen, wo Veränderungen nötig sind. Das ist nicht das Gleiche. Es geht um Expertise. Ich behaupte nicht, dass man nicht nachvollziehen kann, was ein behinderter Mensch erlebt, wenn man nicht selbst behindert ist. Aber wenn wir uns bei den Transformationen, die uns aktuell bewegen, auf diese Expertise stützen, kommen wir einfach schneller voran. Viele Jahre lang haben wir uns auf den einzelnen Menschen konzentriert, anstatt auf seine Umwelt, im allgemeinen Sinn, auf eine behindertengerechte Pädagogik, eine behindertengerechte Architektur und so weiter. All diese Dinge. Und nochmal, es geht nicht nur um behinderte Menschen, sondern um viel mehr. Die Menschen sind zunehmend auf Hilfestellungen angewiesen. Sie wollen zu Hause alt werden. Wir alle werden irgendwann Probleme mit dem Hören bekommen. Wir alle haben schon jetzt Probleme mit dem Sehen. Wir haben alle Probleme? Wir alle drei. Ich trage Kontaktlinsen, Sie tragen eine Brille. Wir sind auf Hilfsmittel angewiesen.
Wie machen wir aus der Not eine Tugend? Kann die Behinderung eines Einzelnen oder die Einschränkung der Möglichkeiten aller zum Ansporn, zur Triebfeder für eine bessere, inklusivere Gesellschaft werden? Behalten wir das im Hinterkopf. Genau wie jenes geflügelte Wort von Nietzsche, das eigentlich immer geht, zugleich alles und nichts bedeutet, aber hier wirklich perfekt passt. Alles, was tief ist, liebt die Maske. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank Ihnen beiden. Machen wir uns nichts vor. Die Maske ist neben der Impfung der beste Schutz vor Covid. Und die Maske ist sogar noch mehr als das. Indem sie die untere Gesichtshälfte verdeckt, bringt sie uns dazu, den Augen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und dass wir sie alle tragen müssen, versetzt uns in die Lage, Fürsorge als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu denken. Anstatt also im Namen einer sehr beschränkten Idee von Freiheit gegen die Maske zu kämpfen, sollten wir sie als kollektive Notwendigkeit begreifen, denn nur mit ihr können wir vermeiden, andere in Gefahr zu bringen. Kurz, um in der Pandemie frei zu bleiben, gehen wir maskiert unseren Weg.